Bei uns im Programm geht es jetzt weiter mit richtig guten Notebooks und zwar nicht von irgendeinem Hersteller, sondern von meinem absoluten Parade- und Lieblingshersteller Hewlett-Packard. Ein Hewlett-Packard-Spezial haben wir hier für Sie zusammengetragen und da wird definitiv für den Einsteiger, für den etwas anspruchsvolleren und für den absoluten Vollprofi genau das Richtige mit dabei sein. Ich persönlich bin seit vielen, vielen Jahren Hewlett-Packard-Fan. Ich habe mir, glaube ich, vor 20 Jahren den ersten Hewlett-Packard-Rechner gekauft und bin seitdem nicht ein einziges Mal enttäuscht worden. Ich finde die Marke großartig, die haben ein tolles Design, die haben robuste Gerätschaften und bis jetzt bin ich absolut zufrieden und das schon seit vielen, vielen Jahren. Wir werden Ihnen drei verschiedene Geräte zeigen zu einem Preis, wo man sich manchmal fragt, wie machen die das eigentlich? Ganz einfach, es sind keine Neugeräte. Nein, es sind sogenannte geprüfte Leasing-Rückläufer. Das gilt für alle drei Geräte. Die sind eigentlich von Neugeräten optisch und technisch fast nicht zu unterscheiden, aber sie waren eben schon mal in Gebrauch. Große Firmen, die leasen Rechner. Warum? Weil man Leasingraten monatlich absetzen kann, also aus steuerlichen Gründen. Nach der Leasingzeit, meist 2 Jahre, gehen die Rechner dann zu unserem Partner, einem der größten europäischen Refurbisher, und werden dort noch mal auf Herz und Nieren, also optisch als auch technisch überprüft. Und nur, wenn alle Prüfschritte optisch als auch technisch mit 1A-Bewertung abgeschlossen werden, kommt der Rechner für uns in Frage. Der Vorteil liegt für Sie ganz klar auf der Hand. Sie bekommen einen Rechner, der von einem Neugerät so gut wie nicht zu unterscheiden ist. Aber mit der Handhabung eines Neugeräts, frisch lizenziert, ein Betriebssystem drauf, Antivirensoftware und selbstverständlich auch zur Sicherheit 24 Monate Gewährleistung. Aber zum Bruchteil des Neupreises. Und gerade wenn wir jetzt mal vom ersten Rechner sprechen, der hat eine unverbindliche Preisempfehlung von HP, die liegt bei knapp 1400 Euro. Ja. Und jetzt machen wir gerade mal 1100 Euro weg. Ja? Also wir sind hier jetzt gerade mal bei 269,99 Euro. Ja. Ohne auf Technik zu verzichten. Und in einem muss ich Carsten jetzt gerade widersprechen, hat gesagt, wir beginnen mit einem Einstiegsmodell. Nein, vom Preis her vielleicht, aber von der Technik ist das einfach schon fortgeschritten. Ganz, ganz weit. Okay. Es entspricht allen Anforderungen, die man heutzutage hat und wäre jetzt für mich auch mal die Möglichkeit für Schüler oder Azubis, ja, jetzt eben mal hier ihren eigenen ersten Laptop zu bekommen, weil ich glaube, das ist noch in Grenzen, was auch Eltern oder Großeltern dann investieren können, weil wenn du jetzt mal, gerade jetzt gehen ja in Bayern und Baden-Württemberg sind doch die letzten Schulferien. Ja, Essen ist, glaube ich, dieses Jahr, diese Woche wieder losgegangen. Aha. Alle anderen haben schon lange wieder Schule. Und dann haben die Eltern, Großeltern festgestellt, Mensch, die Kinder brauchen ja, wenn sie jetzt zum Beispiel in die weiterführende Schule gekommen sind oder mit der Ausbildung begonnen haben, die brauchen in Schule, Berufsschule, brauchen sie einen leistungsstarken Rechner. Und der entspricht allen Anforderungen. Ist sogar weit drüber, über das, was heutzutage gefordert wird. Wir haben hier einen intelligenten i5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Festplatte, also alles, was man sich wünscht. Moderne Technik zum kleinstmöglichen Preis. Und Carsten, du kennst ja meinen Lieblingssatz, wenn es um geprüfte Leasing-Rückläufer kaufen geht. Ja. Leasing-Rückläufer kaufen ist cleveres Kaufen. Also genau, zeigen Sie einfach mal hier, dass Sie clever sind. Ja, und wo du gerade die Schüler angesprochen hast, ich meine gerade in dem Alter, wo es dann eben mal in die weiterführende Schule geht und so weiter, da ist ja ein Rechner nicht das Einzige. Dann möchte man natürlich noch ein Smartphone haben. Da muss vielleicht nochmal ein neues Fahrrad her. Natürlich sollten ein paar schicke Turnschuhe dabei sein und so weiter und so weiter. Wir waren ja auch mal jung, ja, und wissen, was das in der Schule bedeuten kann. Wenn man das alles mal zusammenrechnet, da kommt schon eine ganz schön ordentliche Summe zusammen. Ob dann de facto noch ein richtig guter Rechner für knapp 1400 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung de facto noch finanziell möglich ist, überlasse ich Ihrem Portemonnaie, aber knapp 270 Euro mit diesem Leistungspaket von einem Markenhersteller wie Hewlett-Packard, das ist natürlich dann mal eine richtige Ansage und das kann man sich und das möchte man sich vielleicht auch in diesem Fall mal leisten. Kurzer Preisvergleich auch mal zu den Kollegen von Pearl.de, auch die bieten Ihnen ja schon mal fantastische Preise an. Hier reden wir von knapp 280 Euro, was ich schon bedenkenlos empfehlen könnte, aber warum sollten Sie das tun? Sparen Sie doch gerne noch ein paar Euro extra und bestellen Sie hier bei uns den TV-Sonderpreis. Und der liegt hier bei uns bei knapp 270 Euro. Wir haben die Gerätschaften, von denen wir reden, auf Lager. Das heißt, wenn Sie jetzt zugreifen, gehen die heute oder spätestens morgen raus. Das heißt, in wenigen Tagen sind die bei Ihnen und das auch noch Porto- und Versandkostenfrei. Modell Nummer 1 mit der REF 1589.
und der 569. Und weißt du, das mit den Kosten habe ich selber am eigenen Leib mehr oder weniger erfahren. Also meine Enkelin ist letztes Jahr auf die gleiche Zeit auf die weiterführende Schule gekommen. Das war für ihre Eltern auch der Zeitpunkt, wo sie ihr erstes Smartphone bekommt. Ist für viele Eltern so ein Break-Even. Genau da passiert's. Und natürlich der Laptop unbedingt notwendig. Man braucht heutzutage in der Schule, spätestens in der weiterführenden, Zugang zum Internet. Mhm, ja. Richtig. Und jetzt pass mal auf, Smartphone und ein neuer Rechner sollte natürlich auch ein Markenprodukt sein, sondern bist du ruckzuck mal bei 2000 Euro. Die kann man nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln. Ja. Deshalb wirklich, auch wenn Sie in ähnlicher Situation sind, greifen Sie auf einen geprüften Leasingrückläufer zu. Ich habe seit Jahren geprüfte Leasingrückläufer. Ich würde mir ja gerne mal wieder einen neuen kaufen, aber der funktioniert und funktioniert und funktioniert. Ne? Ja. Und das ist ja auch was, was du gesagt hast. Du bist seit vielen, vielen Jahren HP-Fan. Wie hält sich so eine Marke über Jahre und Jahrzehnte? Ganz einfach, durch hohe Langlebigkeit und durch unglaublich gute Qualität. Und hier können wir auch noch sagen, das sind keine für den Hausbedarf gefertigten Rechner, sondern das sind Industrierechner. Also Webcam natürlich und Bluetooth-Fähigkeit, das setze ich heutzutage voraus. Also wenn ich es jetzt noch nicht erwähnt habe, das ist einfach mit drin. Übrigens auch natürlich das aktuelle Betriebssystem von Windows, Windows 11. Videokamera ist da auch immer gut, weil zu Windows gehört mittlerweile auch der Videotelefonieanbieter Skype. Also ist schon vorinstalliert, brauchst du auch nichts mehr machen. Und auch das Einrichten eines Rechners, das ist ja wie bei einem Neurechner. Brauchst du heute keine Hilfe mehr. Du wirst so genial durchgeführt, dass das wirklich jeder selbst machen kann. Also das ist jetzt wirklich mal eine richtige Ansage hier. Das Gerät an sich wunderschön gemacht, vom Design her richtig klasse, aber natürlich auch ausgestattet mit allem, was das Herz begehrt. Ein schneller Prozessor, ordentlich Arbeitsspeicher und vor allem reichlich Speicher für all Ihre Daten, egal ob für die Schüler, die Studenten oder vielleicht auch ganz einfach mal ein schönes, vernünftiges Modell für Sie zu Hause. Knapp 1.400 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Bei uns beim TV-Sonderpreis hier bei Pearl TV knapp 270 Euro, Porto und Versand kostenfrei. Natürlich mit den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten Gewährleistung. Reden wir von Modell Nummer 2. Der ist von der Bildschirmdiagonale noch ein bisschen größer, aber auch ein Hewlett-Packard. Richtig, auch in HP. Wir waren gerade bei 14 Zoll, jetzt sind wir bei 15,6 Zoll. Also für alle, die in Zentimetern messen, knapp 40 Zentimeter in der Diagonale. Und dieser Rechner ist für mich der optische Sieger dieser Sendung, weil es wirklich ein optisches Highlight ist. Ich nehme ihn gleich mal in die Hand und werde ihn Diana mal in die Hand geben, damit sie ihn von vorne, hinten, oben, unten sehen können, aber Sie sehen es so schon, dieses wirklich Aluminiumgehäuse, unglaublich schön, sehr, sehr nobel. Und jetzt nehme ich ihn mal, wenn unsere Regie mitgeht, nehme ich ihn mal in die Hand. Ja, darf ich? Okay, so. Und Diana, halt ihn mal und du darfst auch ein bisschen was spielen. Das macht mir auch Spaß. Man muss ja am Rechner nicht immer nur arbeiten. Man darf mal auch ein Spielchen oder ein Video anschauen. Mhm. Ich habe hier auch mal Videos laufen lassen, damit wir diese Bildqualität und die flüssige Verarbeitung auch von hochauflösenden Videos sieht. Es macht einfach Spaß, diesen Rechner zu besitzen. Ja. Und wenn wir auf die Rückseite schauen, weißt du, da brauchst du auch keine Angst zu haben, dass Kinder gemobbt werden. Kinder können grausam sein und gerade wenn es um Marken geht und wenn du da mit irgendeinem No-Name-Rechner sitzt, dann kann es schon mal sein, dass du einen dummen Spruch abkassiert bekommst, aber bei diesem Logo ganz sicher nicht, weil das ist eine Weltmarke HP. Also sieht klasse aus und legt jetzt auch in den technischen Daten nochmal einiges drauf. Ebenfalls Windows 11, natürlich als Betriebssystem. Wir haben die neuere Generation i5-Prozessoren, aber das ist eben die intelligente Arbeitsverteilung, auch wenn Sie mehrere Produkte hier haben. Und vor allem, es ist ein 4-Kern-Prozessor. Also auch da nochmal Leistungsfähigkeit draufgesetzt. Auch beim Arbeitsspeicher gehen wir weit über das, was heutzutage von Windows empfohlen ist. Das liegt immer noch bei 4 GB. Hier haben wir 16 GB. Und was auch noch interessant ist, das DDR4, also die moderne Generation der Arbeitsspeicher. Natürlich eine schöne Grafikkarte, natürlich wieder eine SSD, also eine ultraschnelle Festplatte mit 256 GB. Und jetzt erklärt sich auch die unverbindliche Preisempfehlung, die hier noch mal ein Stückchen höher ist, bei knapp 1.600 Euro. Und jetzt kann man sich eben überlegen,
Habe ich so in der Portokasse mal 1.600 Euro rumliegen oder bin ich clever oder sind Sie clever und holen sich einen geprüften Leasingrückläufer? Ja. Ich glaube, die Antwort ist nicht schwer. Ja, also warum sollte ich auf irgendwas verzichten, nur weil ich mir jetzt irgendwo ein günstiges Gerät mal im Einzelhandel oder noch schlimmer irgendwo in einem Auktionshaus im Internet oder sowas besorge, ohne jegliche Gewährleistung oder Garantie oder was, da weiß man nie, was damit passiert ist. Und in der Regel sind Rechner in dieser Preisklasse auch nicht so ausgestattet wie ein Hewlett-Packard dieses Kalibers jetzt hier. Aber Sie wissen, wir reden von einem geprüften Leasingrückläufer. Das heißt, er war schon mal im Gebrauch, ist aber noch mal genauestens überarbeitet worden. Und deswegen kommt eben dieser sensationelle Preis zustande. Das sind noch mal satte 100 Euro gespart. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von Ihnen auf diesen Luxus nicht verzichten möchten, aber gerade so nach der Urlaubszeit, naja, muss man vielleicht mal schon gucken, dass das Budget einigermaßen hinhaut. Und wenn man dann so einen fantastischen Rechner für deutlich unter 600 Euro bekommen kann, sogar noch mal mit einem 100er Preisvorteil gegenüber unseren Kollegen von Pearl.de, hier mal der direkte Vergleich, 699,99 bei unseren Kollegen von Pearl.de, von knapp 1.600 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers selbst kommend, runter auf 599,99 €, dann ist doch mal zusätzlich ein bisschen was drin im Budget. Vielleicht haben Sie noch mal Spaß an einer schönen Laptop-Tasche, vielleicht noch mal eine separate Maus oder was. Das ist dann vielleicht hier im Budget auch noch mit dabei. Aber so ein Hochleistungsrechner jetzt wirklich mal für knapp 600 Euro zu bekommen, ist schon ganz, ganz großes Tennis hier. Ja, und vor allem, man hat Technik, auf die man sich verlassen kann. Ja. Ich gehe jetzt von meinen eigenen Erfahrungen aus. Ich habe jetzt meinen geprüften Leasingrückläufer seit 6 Jahren. Der läuft wie am ersten Tag. Ja, also es ist einfach toll. Die Technik ist immer noch aktuell. Viele sagen ja, geprüfter Leasingrückläufer ist überholte Technik. Nein, es ist moderne Technik, das können wir sagen, mit aktuellen Komponenten. Das muss man sagen, auch Windows 11 spricht natürlich hier wieder für sich. Und ich behaupte jetzt einfach mal, aufgrund meiner eigenen sehr, sehr positiven Erfahrungen, auch bei mir im Umfeld, dass wenn man so einen Rechner, einem Kind jetzt zum Beispiel, einem Heranwachsenden, der eingeschult wird in die Sexta, also in die weiterführende Schule kommt, dass so ein Rechner problemlos bis zum Abitur eben mitmacht. Und das ist ja auch wichtig, man sammelt ja auch Daten, auf die man später vielleicht mal zurückgreifen will. Und dann sollte man sich unbedingt auf die Technik verlassen können. Und ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, HP hat über Jahrzehnte bewiesen, dass sie in der Lage sind, diese Technik zu bauen, herzustellen, zu produzieren, ihnen zur Verfügung zu stellen. Und deshalb bin ich mir sicher, dass Sie sehr, sehr viele Jahre Freude an diesen Rechnern haben werden. Das ist ein richtig gutes Modell. Wie gesagt, ich habe seit mittlerweile über 20 Jahren die Hewlett-Packard-Rechner. Ich habe mittlerweile, glaube ich, den 4. oder 5., ich müsste mal genau überlegen, der wievielte das jetzt ist. Ich bin noch von keinem einzigen dieser Geräte enttäuscht worden. Im Gegenteil. Es hat alles immer ganz hervorragend funktioniert. Mir ist noch nicht einmal was abgeschmiert oder irgendwo irgendwas, wo ich gesagt hätte, Mensch, das passt nicht oder das will ich nicht oder sonst was. Fantastische, ausgereifte Technik, so wie auch hier bei diesem fantastischen HP Elitebook eingepackt in ein wirklich grundsolides Gehäuse, so wie es ganz einfach sein soll, um rundum glücklich und zufrieden zu sein. Knapp 700 Euro aktuell bei den Kollegen von Pearl.de. Wir lassen Ihnen 100 Euro nach und kommen auf knapp 600 Euro für ein Gerät, was normalerweise nochmal einen schlanken Taui teurer ist, mit der REF 1585 und der 569. Das waren zwei optische Schleckerbissen, behaupte ich. Jetzt kommen wir mal zu unserem Arbeitstier. Achtung bitte, da sage ich Ihnen gleich dazu. Es geht um die letzten Stückzahlen. Weniger als eine Handvoll haben wir noch davon, weil das wirklich eines der beliebtesten Geräte von Hewlett-Packard bei uns im Hause ist. Also wenn ich einen Rechner backen könnte, würde ich ihn so backen. Aber ich möchte noch einen kleinen Moment zu unserem Vorgängermodell hier. Weil, und das zeigt auch die Spitzenklasse, oder das macht hier HP eigentlich nur bei den Spitzenrechnern, eine Kooperation mit Bang und Olufsen. Da oben sehen wir es. Das heißt, das Soundsystem ist hier auch wesentlich besser, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Sie sehen da oben, ja, jetzt sehen wir es deutlich, das Branding. Das war noch mal ein Blick zurück. Aber wir haben auch hier im neuen Rechner, also in dem, der jetzt kommt, in unserem Setbook, ein Soundsystem von Bang und Olufsen. Also auch wenn Sie gerne mal Filmchen oder Musik hören, das klingt hier schon wesentlich besser als bei herkömmlichen Rechnern. Aber ich habe gesagt, wenn ich mir einen backen würde, würde ich ihn so backen. Und der Setbook hat eine lange Geschichte. Da sehen wir es übrigens mit Bang und Olufsen. Hier ist es oben gebrandet. Aber das Setbook hat eine Vorgeschichte. Und zwar gab es mal bei HP die Aufgabe an die Ingenieure, baut uns bitte einen Laptop, der die Leistungsdaten hat eigentlich eines Desktop-Rechners, also eines
Tower-PCs oder eines Schreibtischrechners. Und darauf entstand die Workstation. Die kennen viele noch. Das war der Wahnsinn. Das war eine halbe Revolution. So, jetzt kam aber die nächste Stufe an die Entwickler. Bitte macht mir das richtig ultra dünn, wie so ein Ultrabook. Mhm. Und das ist hier eben bei den Setbooks gelungen. Das ist übrigens schon die dritte Generation, deshalb dieses G3. Und da sieht man eben, dass es sehr, sehr erfolgreich ist. Und jetzt haben wir hier eigentlich Leistungsdaten, die man sonst nur in Desktop-Rechnern findet. Wir haben zum Beispiel 32 Gigabyte Arbeitsspeicher. Also ich weiß gar nicht, was man alles machen muss, um das zu gebrauchen. Wahrscheinlich bei viel Bild- oder Videobearbeitung. Aber fangen wir oben an. Ein Industrieprozessor, ein Xeon E3 Vierkernprozessor ist der, der drin ist. Windows 10 hier als Betriebssystem. Dann haben wir eine SSD-Festplatte mit 512 Gigabyte. Hier sehen wir den Arbeitsspeicher noch, ebenfalls DDR4. Die Grafikkarte sei auch noch erwähnt. Das ist eine Nvidia Quattro mit 4 Gigabyte extra Arbeitsspeicher. Jetzt Prozessor, Arbeitsspeicher und Grafikkarte lässt also auch zu, dass man aufwendige Operationen in Anführungsstrichen am Rechner durchführt. Videobearbeitung, Bildbearbeitung hiermit kein Problem. Bang & Olufsen, natürlich das Soundsystem, natürlich auch Kamera und Bluetooth. Sollte ich das mal irgendwo nicht erwähnen, das haben alle unsere Rechner. Ich glaube, da legt man heutzutage Wert drauf. Das sollte auch selbstverständlich sein. Also rundum, ich sage, ich wüsste nicht, was ich hier noch einbauen sollte, was mir fehlen würde an Leistungsdaten. Und jetzt kommt es auch, was ich ganz wichtig finde. Das sind die Rechner, die normalerweise auch im Fachgeschäft in abgeschlossenen Vitrinen stehen. Ja? Da kriegst du nur mit einem Verkäufer Zugang drauf. Warum? Weil die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 3.799 Euro. Jetzt ist unser Pearl.de-Preis schon extrem günstig, aber Sie werden gleich sehen, wir schlagen den heute auch nochmal. 3.800 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Kaufen Sie andere Leute ein Auto für. Hier kriegen Sie bei den meisten einen Rechner dieser Kategorie, allerdings nicht bei unseren Kollegen von Pearl.de. Die haben den gerade aktuell für knapp 800 Euro im Programm. Also auch das schon ein unglaublicher Quantensprung in der Preisgestaltung. Klar, als geprüfter Leasingrückläufer, general überholt, da gehen da immer ein paar Euro runter. Aber das ist natürlich jetzt auch mal ein richtig tolles Angebot bei uns, denn auch hier kommen noch mal zusätzlich 100 Euro runter, nur weil Sie Pearl TV schauen und nicht bei Pearl.de zugreifen, sondern bei uns. Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier überdurchschnittlich gut. Ein Sensationsrechner mit allem drin, allem dran, selbst für die anspruchsvolle Kunden großartig zu nutzen. Knapp 700 Euro, wir haben sie auf Lager, was heutzutage auch keine Selbstverständlichkeit ist. Die Chip-Krise hat sich ein bisschen erholt, aber ist immer noch nicht da, wo sie mal gewesen ist. Und wenn Sie so einen Hochleistungsrechner woanders suchen, dann müssen Sie wirklich erstmal warten, bis ein entsprechender Fachberater die Möglichkeit für Sie hat. Ja, genau. Aber auf Lager heißt zwar sofort lieferbar, aber nicht unbegrenzt lieferbar. Ja, wir sind gerade bei diesem Spitzenmodell auf den letzten Stückzahlen. Und bedenken Sie immer bei unseren geprüften Leasingrückläufern, die können wir auch nicht nachbestellen. Wenn Sie ganz einfach weg sind, dann sind Sie weg. Das sind also alles im Prinzip einzigartige Angebote für Sie. Ja. Und da kann ich nur sagen, wenn bei Ihnen ein Rechner ansteht, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe vorhin die Schüler oder die Auszubildenden oder Studenten angesprochen, aber das kann ja auch sein, dass Ihnen Ihre lahme Gurke in Anführungsstrichen langsam auf den Keks geht, sagen Sie, jetzt wird es Zeit, ich habe lange genug gewartet. Dann nutzen Sie jetzt diese Gelegenheit. Wir haben drei wirkliche Spitzenmodelle in dieser Sendung. Jeder einzelne wirklich HP, also Qualität und Langlebigkeit, das ist da schon wirklich Programm, aber vor allem zu einem ganz geringen Preis. Und ob es der erste ist, für nicht mal 300 Euro oder jetzt hier, auch da ist er, unser Setbook, das spielt da keine Rolle. Sie entscheiden sich für Spitzentechnik. Bei Diana sehe ich schon, für welchen Sie sich entschieden haben. Da war wahrscheinlich das i-Tüpfelchen nochmal die Optik, weil der ja auch gut aussieht. Ja. Hier natürlich dieses Anthrazit hier beim Setbook finde ich auch sehr, sehr angenehm. Aber das ist einfach Geschmackssache. Richtig. Und ich kaufe ja einen Rechner nicht, weil er toll aussieht. Aber bei allen dreien, das möchte ich nochmal betonen, stimmen die inneren Werte und das Preis-Leistungs-Verhältnis zu 100%. Und vor allen Dingen, wir hatten Sie eben schon mal kurz erwähnt, kriegen Sie bei uns natürlich jetzt nicht irgendwelche No-Name-Geschichten mal für kleines Geld hinterhergeworfen. Wir reden von Hewlett-Packard und Hewlett-Packard ist einer der größten Computerhersteller der Welt. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Exemplare die pro Jahr verkaufen. Und wenn dann so ein Rechner auch noch in die dritte Generation hineingeht, können Sie sich vorstellen, da gibt es eine ganze Menge Menschen weltweit, die auf diese Technik setzen, die ganz einfach Hewlett-Packard
mit das Wichtigste anvertrauen, was sie haben, ihre ganz persönlichen Daten und natürlich auch ein Stück weit im Berufsleben sind diese Rechner immer wieder gerne gesehen, weil die Qualität ganz einfach passt. REF 1541 und die 569 ist hier nochmal die Bestellnummer für unser Arbeitstier, das HP ZBook, das 15er aus der dritten Generation. Der Preis bei sensationell günstigen 700 €. Sie treffen bitte Ihre Wahl und haben ganz viel Vergnügen mit Ihrem neuen Rechner.